über drei Legs 18 perfekte Darts geworfen. Es ist spektakulär in diesen Tagen, wenn Michael van Gerven, die Nummer 1 der Welt, das Oki betritt. Das erste Achtelfinale hier auf der Hauptbühne hat bereits begonnen. Die Partie vom Rockstar Joe Cullen, den wir jetzt groß sehen. Der führt mit 4:2 gegen die Nummer 16 der Welt, gegen Stephen Bunting. Also von der Weltranglistenposition her ist Bunting eigentlich der Favorit, der sich aber bekanntermaßen seit gut einem Dreivierteljahr ganz schön schwer tut, nachdem er fast unaufhaltsam 2014 zur PDC gewechselt ist und ein fantastisches Jahr gespielt hatte. In diesem Jahr ist er auch bei der Premier League nicht mit dabei. Und er muss jetzt kämpfen in diesem Match, in dem die Distanz Best of 17 Legs gilt. Man braucht also 9 Legs, um in das Viertelfinale einzuziehen. Und die Viertelfinals, die gibt es dann morgen Nachmittag, am Abend dann die Halbfinals und das Finale. Selbstverständlich hier mit mir am Kommentatorenplatz Thomas Shorty Schleifstein-Seiler. Shorty, grüß dich. Hallo Elmar, grüße. Erzähl uns ein bisschen etwas zur Partie, die wir hier gerade verfolgen. Joe Cullen spielt ein gutes Turnier bislang, ja, und kann das auch jetzt in dieses Achtelfinalmatch wirklich hier transportieren. Ja, und die sind natürlich auch in dem engeren Freundeskreis hier mit dem Stephen Bunting. Der zockt also auch öfter mit dem Jungen abseits dieser ganzen Kameras. Sie kennen sich also auch wieder mehr oder minder in- und auswendig. Also eine offene Partie hier. Und Cullen hat einen guten Start. Bunting wird daran denken. Und Cullen kann es. Das muss man mal so festhalten. Nicht umsonst hier in diesem Spiel unterwegs. Ja, Joe Cullen, der ist 27 Jahre alt, ist einer, bei dem man vor 3-4 Jahren schon dachte, er würde sich schneller nach vorne spielen. Der stand 2012 auch schon mal bei den UK Open im Achtelfinale. Ist inzwischen die 48 der Weltrangliste, also ein bisschen abgerutscht und versucht sich natürlich jetzt irgendwie nach vorne zu spielen. Er wartet eigentlich genau auf so einen Moment, den wir heute Abend hier erleben. Es ist ein hochdotiertes Turnier. 300.000 Pfund werden insgesamt verteilt. Der Sieger wird einen Scheck in Höhe von 60.000 Pfund bekommen. Das sind also so umgerechnet rund 70.000 Euro. Und wenn man diese vierte Turnierrunde, die fünfte Turnierrunde, in der wir uns jetzt befinden, erreicht hat, hat man schon mal 5.000 Pfund sicher. Gewinnt man, verdoppelt man dieses Preisgeld. Dann geht es um 10.000 Pfund, die man schon hat. Und das ist dann ein Bereich, der interessant ist für einen Spieler, der da auf Rang 48 geführt wird. Da kannst du einen großen Sprung, einen großen Satz nach vorne machen. Jetzt vielleicht noch ein, zwei Matches gewinnen. Und das wäre eine klasse Geschichte für Joe Cullen. Schauen wir auf die 20 Punkte Rest. Doppel 10. Ja, der ist drin. 6-2 Führung. Ist Baujahr 89. Joe Cullen, einer, der vor allem in letzter Zeit nicht die Konstanz hatte, um erfolgreich zu sein bei Turnieren, der immer wieder mal große Matches spielte. Erinnere mich an Sindelfing im vergangenen Jahr, September. Da spielte er gegen Van Barneveld ein 110er Average und das war großartig. Ja, gar keine Frage. Hier in dem Spiel gegen Bunting ist der entscheidende Faktor Bunting. Der spielt einfach Grütze. Das muss man so knallhart sagen. Also wir sind jetzt hier schon im 8. Leck und er ist immer noch mit 88er Average unterwegs und hat 20% auf Doppel. Das macht die Sache für Cullen natürlich bekanntlich richtig, richtig einfach, weil das Leck hier, das Break, das hat er sich, holt er sich hier mit 18 Darts, 20 Darts und so weiter. Aber was hilft's? Stevie Bunting muss da mal irgendwo den Weg finden, jetzt mal seinen Fuß dazwischen zu stemmen. Es spielt zeitgleich aktuell auf der zweiten Bühne an Bord Nummer 2. Menzo Suljovic, der Mann aus Wien, und der steht sich da mit Mark Webster am Oki gegenüber. Webster führt aktuell mit 6:4 in den Legs. Suljovic liegt da also zurück. Es gibt jetzt zunächst mal keine TV-Bilder von dort. Wir werden bestimmt die Entscheidung dann mal eingeblendet sehen, haben darauf auch keinen Einfluss. Und letztlich sind zu wenige Kameras da, um das Match auf Bühne 2 auch dann wirklich zu zeigen. Vielleicht mal zum Fahrplan hier auf der Hauptbühne. Nach dieser Partie werden wir Phil Taylor gegen Vincent van der Voort erleben. Van der Voort hat Taylor zuletzt beim World Grand Prix im Oktober des letzten Jahres bezwungen bei einem Major-Turnier. Das dürfte interessant sein. Anschließend Adrian Jackpot Lewis gegen Jelle Klaassen, standen beide im WM-Halbfinale. Da verlor Klaassen dann gegen Anderson und Lewis unterlag Anderson später im Finale. Und abschließend dann Michael van Gerven gegen Kim
Heibrechts. Und Heibrechts hat auch besondere Erinnerungen an eine Partie gegen Van Gerven. 1,5 Jahre ist es her, damals beim Grand Slam of Darts, als er gegen ihn, gegen Nummer 1 der Welt, seinen bislang einzigen TV-9-Darter warf und Van Gerven später auch schlug. Der bounced ihm raus, der zählt nicht. Das letzte Leck vor der nächsten kurzen Unterbrechung. Ja, das ist aber fast tragisch jetzt für Stevie hier. Er macht eine 98, macht der Cullen dann irgendwie klein. Und was passiert? Stevie fällt ihm direkt wieder die Triple 20 vor die Füße. Also natürlich das Break dann schon wieder noch schwerer geworden. Zack, Cullen hat wieder eine 100 in der Hand. Banten steht sich gerade ein bisschen im Weg. Das ist doof. Ich mag den Bullet. steht. Stevie braucht 7-mal die 19. 2-mal Triple wäre jetzt gut. Naja, oder 2 Triple 20er wären auch ein Finish gewesen. Hätte, könnte, wenn. 6 Darts Zeit für 170 für die 7-3-Führung und nächste Poisken für Joe Cullen. Na, die 170 habe ich gerade gedacht, wollten auf den Lippen gehabt. Das ist wohl das Finish dieses Turniers. Oder wie oft haben wir diese 170 jetzt schon gesehen? 4-mal alleine von einem. Ja, von dem Herrn in Grün, hellgrün. 71 Punkte Rest. Doppel 13, Doppel 16 getroffen. 7-3 Führung für den Rockstar, für Joe Cullen. Und damit ist er nur noch 2 Lecks entfernt von dem Viertelfinale. Das wäre sein bislang bestes Abschneiden bei einem Major-Turnier. Also vielleicht ein großer Moment, der da auf Joe Cullen wartet. Wir sind gleich wieder da. So, zurück in Minehead, zurück bei den UK Open. Wir haben ganz kurz Mensur Suljovic gesehen, der kämpfen muss gegen Mark Webster. Webster führt inzwischen mit 8-4 in den Lecks, dem fehlt nur noch ein einziges Leck. Dann steht er hier im Viertelfinale. Facebook.com/darts.elmar Paulke, die Chance für Sie, hier uns Nachrichten zu schicken, Fragen vor allem auch zu schicken, die wir innerhalb unserer Live-Übertragung dann auch beantworten werden. Und wir müssen eines erwähnen. Wir hatten die Weltmeisterschaft. Wir haben kurzfristig noch Tickets für den Ellie Pelli rausgehauen. Damals meldeten sich Nicole und Thorsten und sagten, wir würden das machen, obwohl ich, das sagte zumindest Nicole und nicht Thorsten, obwohl ich schwanger bin. Ja. Wir haben gesagt, das ziehen wir durch. Die sind in den Flieger eingestiegen, sie waren da, sie haben einen tollen Abend gehabt. Es hatten sich einige aufgeregt. Das ist wie eine schwangere Frau in den Ellie Pelli. Diese Frau war offensichtlich, und das hat uns nicht überrascht, alt genug, diese Entscheidung zu treffen. Und der Nachwuchs ist gekommen und die Wettschulden waren ja, dass der Vorname des Sohnemannes entweder den des Weltmeisters tragen muss oder von diesem bekloppten Paulke. Und sie hat ihn jetzt Jesper Elmer genannt. Ja, schön. Also mir gefällt der Name und klasse. Die Spielschulden eingedrückt. Hervorragend. Was haben wir nicht für wunderbare Fans, oder? Das ist toll. Und vor allem Gratulation an die Nicole beiden. Hallo, ja, Nicole und an die drei. Herzlich willkommen, Jesper Elmer, hier auf dem Planeten Erde. Hast du vollkommen recht. Ich weiß ja, dass es eine Scheibe ist, aber das wird dir Mutti schnell beibringen. Keine Sorge. So, das muss ja auch mal gesagt werden. 140. Verrückte Dartwelt, ich liebe es. So, die Frage ist, kann sich Bunting fangen? Er spielt wirklich bei weitem nicht das, was man von ihm kennt. 126. Wobei, wir hatten es anfangs gesagt, der steckt tatsächlich in einer Schaffenskrise. Der tut sich einfach schwer. Average steht bei unter 90 Punkten, Doppelquote bei nur 23%. Da wird es einfach schwierig, diese Matches hier in so einer Phase des Turniers zu gewinnen. Noch ist er nicht raus, noch kann er sich hier reinfighten. 136 Punkte macht 40 Rest, er bekommt die Chance also zum 4-7. Und jetzt müssen die Doppel funktionieren. Gutes Leck hier vom Banten, 13 da, doch möglich. Haben wir bis jetzt noch ganz selten von ihm gesehen in diesem Spiel. Na komm. Doppel 5. 5 bleiben stehen. Ja, fühlt sich nicht gut an für Stevie Banten. Vorsprung war eigentlich ausreichend. Aber so richtig in der Nähe für Doppel kam er da jetzt nicht. Stephen Bunting hatte in der dritten Runde Jamie Lewis bezwungen mit 9-8. Denkbar knapp, der musste da schon kämpfen, setzte sich heute Nachmittag gegen Jamie Caven durch mit 9-6, holt sich jetzt hier das 4-7
Und nochmal, Cullen braucht zwei weitere Legs, um zum ersten Mal das Viertelfinale zu spielen. So, jetzt kommt das Pflichtprogramm von Stephen Bunton. Nicht nur seine eigenen Aufschläge, sondern jetzt muss er anfangen zu breaken. Weil wenn es hier 8-4 steht, so ein Leg ist ganz, ganz schnell nochmal verloren. Er hat noch einen kleinen Puffer, dass der Cullen noch zwei braucht. Aber jetzt muss es rocken. Jetzt muss der Bulle zielen und treffen. Und Stephen Bunting hat ja hier im vergangenen Jahr so ein tolles Turnier gespielt. Da stand er im Halbfinale. Ja. Das war irgendwie die Fortsetzung des Jahres 2014. Genau, ja, klasse. Genau so. 1480. Ja, Cullen ist noch nicht durch. Vor allem dann nicht, wenn er auch realisiert, wenn er spürt, dass Bunting besser zu seinem Spiel findet. Ja, sehr schön. Stephen Bunting, 9 Darts, 41 Rest. Zweiter guter Satz hintereinander oder gutes Leck. Jetzt noch ein bisschen die Doppelquote nach oben peitschen und wir haben eine offene Partie. Weil die 22%chen da, die nerven ihn auch. 4 Treffer aus 18 versuchen. So, Doppel 16. Und Break geschafft. Da sind wir noch dabei. 11 Stücke nur gebraucht. Kirk Bevins ist der Corner dieses Matches, der Kirkulator. So, und schlechte Nachricht von Bühne 2. Nein, sag es nicht. Schreib es. Schade. Was soll ich jetzt machen? Ja, natürlich. Dein Job. Mich ignorieren wie immer. Und das ist so, was du tun musst. Also, Suljovic ist raus. Menzo hat verloren. Gegen Mark Webster. Das Ganze mit 5:9. Webster damit also im Viertelfinale, der ist morgen mit dabei. Es werden hier auf der Bühne nicht nur diese 4 Achtelfinals gespielt, sondern anschließend gibt es ja dann auch wieder die Auslosung, die spannend ist. Das ist das Besondere an den UK Open. Es gibt keine Setzliste, dann kommen sie alle in den Topf, dann können also auch frühzeitig große Namen aufeinandertreffen. Wir hatten heute Nachmittag schon die Partie von Taylor gegen Van Barneveld. Wir hatten gestern Chizzy gegen Anderson. Genau. Und Gary Anderson, das sei auch nochmal gesagt, der ist heute Nachmittag rausgeflogen gegen Barry Lynn, einem Qualifikanten, der ansonsten eigentlich nur in seiner Mannschaft in der Kneipe spielt. Und der hat einen unfassbar selbstbewussten Auftritt gehabt. Also das Interview war fast selbstbewusster als das Spiel. Und er sagte, es könne ihn nur einer stoppen, er habe nur vor einem Angst. Und er trage grüne T-Shirts. Das wäre Michael van Gerven. Wenn den jemand schlagen würde, würde er das Turnier gewinnen, hat Barry Lynn gesagt. Ganz also, klare Ansage. Wir schneiden uns an und sind gespannt, was heute passieren wird. Ob er das tatsächlich alles so umsetzen kann. Barry Lynn spielt gegen Stuart Kellett. Auslosung ist nicht ganz so schlecht für ihn hier im Achtelfinale. Oh, und dann nimmt Stephen Bunting diese Chance nicht wahr und gibt sich wieder in Gefahr, einen Break zu kassieren. Verdammte Tat, Stephen Bunting. 2 Darts für Cullen. Nutzt das oder nutzt das nicht? Hat aber auch länger nicht mehr auf den Doppel geworfen. Davon gekommen. Gut für Bunting, schlecht für den Rockstar. Na, schauen wir mal. Die Doppelquote weiterhin nicht unbedingt so vertrauenserweckend, aber nah genug dran. Der muss doch passen jetzt. Oh. Und er muss diesen Moment einfach ergreifen. Man spürt ja förmlich, wie das Match zu kippen droht. Ganz genau. Und wie Cullen dieses Partie aus den Händen gleitet. Und Bunting muss einfach das Doppel erwischen. Cullen lässt sich diese Chance nicht noch einmal nehmen. Was lässt The Bullet dafür eine Möglichkeit aus? Und plötzlich holt sich dann Cullen doch noch das 8:5. Ein unglaublich wichtiges Leck für ihn. Und jetzt braucht er nur noch ein einziges. Dann hat er 9, dann ist er durch, dann steht er in der Runde der letzten 8. 58. 100. Ja, jetzt kommt schon so langsam der Frust bei Stevie durch. Wenn der Dart nicht gleich passt, dann ist alles irgendwie doof. Aber das, da braucht er sich eigentlich nur bei sich selbst beschweren. So viele Möglichkeiten gerade gehabt, auf 6:7 ranzukommen.
Und nun ist da wieder die klaffende Lücke von drei Lecks. Das fühlt sich einfach doof an. Aber das zeigt halt auch, es geht hier nicht darum, einfach nur Darts zu werfen. Man sieht ja wirklich, wie Bunting eigentlich will, aber es dann nicht umsetzen kann, es nicht hinbekommt. Da ist eine mentale Blockade oben in der Hirse drin. Und dann wie schwer, sich davon zu befreien. Vor allem halt, wenn es auch in den letzten Wochen nicht rund lief oder in den letzten Monaten. 139 Rest, das könnte die letzte Aufnahme sein in diesem ersten Achtelfinale. Das sieht ziemlich gut aus. Doppel 11. Bunting unter Druck, 101. Vielleicht kommt er unter Druck besser klar, unter Mörderdruck. Die Doppel 16 bitte. Oh, und aber wieder so das Doppel verpasst. Er bleibt bei unter 20%, was diese Doppelquote betrifft. Und Double makes the money. Es ist einfach so. Doppel 11. Zweiter Matchstart für Cullen. 11 Punkte Rest. Und die Nummer 3. Und der ist auch nicht drin. Na, über die Ziellinie ist einfach eine andere Baustelle, als da ranzurennen. Das ist nochmal. Schon wieder. Es ist nochmal ein Stückchen härter. Noch ein bisschen schwieriger. So, und Stevie, weiß es. Also wenn jetzt nicht, wann dann, würde er sich sagen. Ja. Die Kunst ist halt, das alles wieder auszublenden und irgendwie auch locker da ranzugehen. Nicht zu sehr zu verkrampfen, es nicht zu sehr zu wollen. Das ist jetzt aber Cullens Problem erstmal in diesem Leck. 6-8. Da darf er jetzt nicht zu lange drüber nachdenken. Bin gespannt auf die ersten drei von Joe Cullen. Ist okay, nicht überragend von Stevie, aber okay der Start. Super erster Dart. Ja, kein Problem. Schon raus aus der Hirse. Gut. Oh. Das muss natürlich auch noch passieren. Bouncer bei einer 180. Tun immer doppelt und dreifach weh. 58 Punkte nur, kein Triple. Man merkt den beiden an, wie wichtig es ihnen ist, hier das Match zu gewinnen. Bunting muss einen neuen Flight aufziehen, deswegen die etwas längere Pause. Das ist keine Taktik, das ist einfach nur Materialschwund. Ja, Bunting ist im letzten Jahr zu anderen Darts zwischenzeitlich gewechselt, um dann wieder zu seinen 12 Gramm Darts zurückzukommen. Da wird plötzlich ausprobiert, wenn es nicht so läuft. 142 Punkte, 6 Darts Zeit dafür. Das muss doch reichen. 82, 57, top steht. Aber ich sag's nur, die Doppelquote. Ja. Erster Dart oder er schwimmt. Erster Dart oder er schwimmt. Steven Bunting auf Tops für 7-8. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Darts in dieser Partie. Doppel diese 10. Drei Stück hier. Ja, klasse. Da ist er dran. Jetzt 7-8. Joe Cullen eröffnet das 16. Leg. Immer noch ein Leg entfernt vom Sieg. Und wenn er das jetzt nicht macht, hat Bunting den Vorteil, bei einem 8-8 das Entscheidungsleg beginnen zu dürfen. Hier sieht man ganz kurz mal, wie es da in Joe Cullen aussieht. Der versucht natürlich nach außen hin cool zu sein. Er will keine Schwäche zeigen. Und das ist klasse jetzt von ihm. Ja, jetzt hat er sich auch wieder im Griff. Jetzt hat er diese ganzen Überlegungen raus aus der Birne, weiß ganz genau. Der Vorsprung war groß genug. Es hat ihm geholfen. Und mit dem Start, mit 240ern, dann muss Stevie jetzt alle drei zusammen. Genau so. Dann ist er wieder dran. Hält den Druck hoch auf Cullen. Weil auf der anderen Seite braucht Stevie auch nur noch zwei Lecks. Aber das ist doch Wahnsinn. Der spielt hier in diesem entscheidenden Leck 140, 140, 180. Das ist großartig. Hat nach 9 Darts 41 Punkte Rest. Auch Bunting mit dem Finish. Kann das jetzt knacken? Kann er den Matchstart jetzt unterbringen? Doppel 16. Doppel 8. Ja, und der ist drin. Und jetzt lässt er Druck ab. Das war ein Kampf. Es war ein Kampf. Bunting scheidet aus. Der Vorjahreshalbfinalist ist damit aus dem Turnier. Und Joe Cullen spielt zum allerersten Mal hier ein Viertelfinale mit, ist also auch am letzten Turniertag morgen mit dabei.
sport1.de/startshop. Das ist unser sport1-Startshop, falls es selbst juckt, wenn man Lust bekommt, es selbst mal zu probieren.